Hallo, meine lieben Freunde, ihr seht, ich schwimme gerade im Wasser. Ich hatte vor der Aufnahme mir ein Bettchen gebaut, da bin ich auch rausgekommen. Ich habe mir jetzt schon die Wurfhakenpistole geholt und bin jetzt hier gerade zum Omega-Camp rüber geschwommen, wo wir ja schon waren. Und wollten mir jetzt noch die Karte holen. Oh, hier sind Pilze. Die Karte holen, danach gehe ich jetzt mal nicht zu A1, weil da war ja nichts Besonderes. Hier werden wir gleich noch eine Runde schlafen. Hier war die Ration. Hier ist der Tee, okay, das ist ein bisschen anders aufgelistet. Tasche ist offen. Ist wohl wahrscheinlich nichts drin. Ist die Karte. Schmerzmittel war hier. Hier war noch eine Dose. Irgendwo. Da. Auch noch mal Tee. Okay. Wollen wir uns mal kurz hinlegen. Also ihr habt quasi nicht wirklich was verpasst. Das ja in den letzten Tagen schon erlebt. Bin ein bisschen durstig. Die haben wir rausgeschmissen. Beziehungsweise kann man die sammeln. Kriegen wir da auch Maden? Larven kriegen wir da, okay. Larven. Wasser ist sauber, sauber. Okay, das ist leer. 40 Hydration, schau mal. Könnte ich schon noch mal trinken. Oh, ein. Wahnsinn. Wir haben jetzt, glaube ich, alles. Was macht eigentlich der Tee? Da mal drauf gedrückt. Der Tee sammeln. Teebeutel. Ja, Teebeutel. Wo sind sie denn? Die guten alten Teebeutel. Tierexkremente, Nussschale, trockenes Blatt. Ich habe da hier drei Teebeutel. Bin ich blind? Das ist Harz. Nochmal sammeln. Jetzt habe ich sechs Teebeutel und zwei leere Dosen. Ach hier, Teebeutel. Zerstören, Stapel zerstören. Okay, was mache ich damit? Ich glaube, ich weiß, was ich damit mache. Passt mal auf. Es regnet gerade. Ich denke mal, dass das so klappt. So. Und jetzt kann ich das hier angucken. Nee, das geht nicht. Vielleicht muss ich das dann aufs Feuer packen. Kann auch sein, dass ich das aufs Feuer packen muss. War hier draußen noch was? Ah nee, die leere Dose wollte ich jetzt nicht nehmen. So, zack. So, wir haben jetzt diesen Schusshaken. Gehen wir doch mal hier nach oben. Vielleicht kommen wir auch nur so weiter Richtung H. Kann auch sein. Das testen wir heute mal aus. Hoppala. Das testen wir heute mal aus.
indem wir hier nach oben laufen. An Silvester gestorben. Der Silvester-Piranha war das. Am letzten Tag. Am letzten Tag. Nicht der letzte Tag. Gestern quasi. Gestern Morgen kann man auch sagen. Weil ja heute der 30. ist. Und morgen ist mir das passiert. Aber in der gestrigen Folge. Oder der Folge vor 2 Tagen oder 3. Kann sein. Muss aber nicht. So, hier war das doch irgendwo, oder? Da. Genau, hier. Neuer Ort. Karte, neuer Ort. Und bam. Schade, dass sie diese Animation hier nicht bringen. Ich finde es sehr schade, dass es immer ausgeschwärzt wird. Gerade auch, wenn man irgendwo runtergleitet mit dem Kletterrüstung, Rüstunggleichung, Kletterausrüstung. Das wollte ich sagen. Ist schon, ja, nicht so klasse. Ne, ist nicht so klasse. Hier müssen wir nochmal. Aber hier einfach nur normal klettern. Zack. Und dann geht's da weiter. Da geht's da weiter. Drücken wir mal kurz M. Ist wirklich nur das eine Symbol. Sind wir jetzt hier? Dem Bereich, aber nicht bei H. Na gut, laufen wir mal hier weiter. Schauen wir uns das doch mal an. Zurück kann man ja immer noch. Die Möglichkeit gibt es. Ich bleibe mir hier auf dem Weg. Vielleicht finde ich ja was. Ich habe gelernt, das sind Spinnen. Da ist er. Diesmal habe ich dich gesehen. Zack. Und du kommst mir nicht so einfach davon. Die ist schon nämlich sehr gefährlich sein. Auch im Echt sind die sehr gefährlich. Das war ein Waran. Okay, jetzt haben wir hier wieder zwei verschiedene Wege. So. Fett haben wir noch genug. Da geht ein Weg lang und hier, ne? Wo sind wir denn? 28, 32. 28. Von oben. 32 von links aus. Da sind wir, okay. Über dem Haar quasi, hier. Da. Und wir laufen gerade nach Südosten. Kommen wir hierher? Hier ist noch eine Kletterstelle. Oder geht's hier zurück irgendwo hin? Kann sein, dass es hier runter geht. Ich check noch mal kurz ab, wo wir sind. 33, einen weiter unten sind wir jetzt. Okay, nee, da waren wir noch nicht. Da gehen wir mal hin. Wir können ja zur Not auch wieder zurück. Schade, dass die Punkte ja nicht auf der Map gespeichert werden. Hier ist jetzt auch der Fluss. Der Fluss zu H. Wenn wir jetzt einfach nur hier lange laufen, müssten wir ja eigentlich auch. Ich rüste mal aus auf Bogen. Kann ja immer sein, dass wir hier angegriffen werden. Oh, schaut mal hier. Läuft man zu diesem Spot, wo Zelte stehen. Im Tutorial. Neuer Ort. Ha.
Stand mal ein Zelt im Tutorial. Stimmt. Also läuft man genau diesen Weg hier lang. Ist eine coole Sache. Kenne ich mich ja hier schon ein bisschen aus. Das schaut so aus wie eine kleine Plantage hier. So angepflanzt. So in Reihe und Glied. Schaut putzig aus. Wenn ich jetzt hier hochlaufe. Hier faucht irgendwas. Tue ich erstmal eine Banane mir nehmen. Lecker Kohlenhydrate. Hier drüben auch. Kein Platz im Rucksack. Mach mal Platz. Passt alles rein. Hier geht es auch noch weiter. Wir entdecken hier sehr viel. Und wir haben ja herausgefunden, dass es nicht mehr weitergeht, so wirklich. Oh, guten Tag. Wohin so schnell des Weges? Aber nicht so schnell bekommen. So, links oder rechts? Ich gehe mal links rum. Es schaut schön aus, der Bogen hier. Jetzt hier rechts. So. Kann man hier im Kreis laufen? Okay, man kann ja nur im Kreis laufen. Okay, aber ich glaube, hier geht es woanders hin. Da kommen Vöglein geflogen. Okay, hier ist das Meer. Hier ist doch eigentlich auch so eine Anlegestelle, oder? Kann mich das nur ganz leicht dran entsinnen. Schaut so ähnlich aus. Ja, kann man rüber. Was sind wir denn jetzt überhaupt? 27, 36? Hä? 27, 36. So weit südlich? Hallo, die Waldfee. Da ist ja unten diese komische Insel, die ausschaut wie so ein L. Ganz unten. Weiß 27, 37. Also die Insel hier. Müsste man ja hier quasi sehen. Aber. Müsste ja dann die Insel sein, weil das Festland, das sieht man auf der Karte gar nicht. Oder ist es da, wo hier das C ist? Ja, hier sollte man nicht runterfallen, dass man wahrscheinlich tot. Es regnet wirklich ohne Ende. Letztens hat es bei uns auch mal wieder schön geregnet. Das war sehr, sehr fein. So, schauen wir doch mal hier runter. Können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen? Wir sind ja hier in einer etwas erhöhten Position. Unten ist auch Wasser. Unten ist auch Wasser. Okay. Ist auch wieder so eine kleine Stelle. Kleine Stelle. Hier ist eine Höhle. Oder was ist das? Ein Durchgang. Der Ort. Muss dann hier sein. Den Dreizack geht's ja dann, ne? Den Dreizack. Wie schaut's eigentlich mit meinen Werten aus? Relativ gut. Ich esse mal noch eine Banane. Und
wie lange ist denn das Fleisch ja noch? Ah ne, das Fleisch haben wir ja jetzt gar nicht mehr. Ich würde mir hier mal eine kleine Basis bauen. Zum Zwischenspeichern. Und zwar würde ich hier mir sowas hier mal hinstellen wollen. Geht das hier nicht? Überall zu hier. Zu. Was brauchen wir da? Stöcke. Haben wir keine mehr? Dann machen wir uns welche. Zack. Ganz viele Stöcke. Haben wir sogar noch welche über zum Mitnehmen? Oh ne, das ist ein langer Stock. Und der da. Also hier brauchen wir auch drei lange Stöcke. Okay. Natürlich scheiße, dass wir zwei jetzt schon gekillt haben. Schon mal einen langen Stock. Zwei lange Stöcke. Und dann noch ein Baum. Nehmen wir mal diesen da. Mir einen wunderschönen Langstock, Seil und 13 Palmblätter. So mal dieses hier. Das ist gleich hier daneben. Bevor die alle hier runterfallen. Zwei Stück brauchen wir noch. Okay. Dann tun wir mal eher halten zum Schlafen. Zum Schlafen. Aber ich wollte speichern. Habe ja das Falsches gebaut. Erlaubt dir das Spiel zu speichern. Hüttenunterstand. Ah, oben. Hier. Dort. Super. Das Speichervorgang. Super. Und da würde ich sagen, meine lieben Freunde, was uns hinter dieser Höhle verbirgt oder auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht gehen wir auch wieder zurück. Mal gucken auf der Karte. Ist nichts hier. Ich weiß nicht, ob wir noch von hier drüben irgendwie oder müssen hier außen rum und dann dieses Gebiet erschließen. Bin mir aber ziemlich guter Dinge, dass wir hier irgendwo rauskommen. Müssen dann wahrscheinlich wieder tauchen und etc. und blibla blub. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Und damit sage ich adieu und seid gespannt auf die nächste Folge. Ciao, ciao.